Das ist mir schon recht gut unterwegs. Ich würde nur fragen. Ich tue ja leider nicht Urner. Ja, aber ja, ich glaube, überall ein Ü und genau. Das Grüne Haus zum Beispiel. Genau. Also. Schön bist du heute da. Die einen können dich. Ich kann jetzt hier noch einen kleinen Werbespot machen. So, die ehemaligen Untis. Wir sind mal bei euch brunchen. Das sind eben auch so ein Killenkaffee. Und das ist sehr empfehlenswert. Top gsi. Und haben wir natürlich auch noch hören, wie die Kirche entstanden ist. Also mega spannend, was Gott da tut, da hat. Mhm. Genau. Und die einen kann ich dich vielleicht jetzt nicht so gut, ich habe drei Fragen. Ich glaube, die meisten, ja. Ich war vor etwa 15 Jahren das letzte Mal da gsi. Sind alle ein bisschen älter geworden. Erzähl doch mal so drei passende Adjektive zu dir. Jolanda hat mir jetzt zum Glück die Frage im Voraus schon geschickt. Als erstes würde ich sagen, aufgestellt. Als zweites überlegt. Und als überlegter Mensch ist man froh, wenn man so eine Frage von einem überkommt. Genau. Und das dritte ist vergesslich. Darum hast du den Bruno dabei. Genau. Er sagt mir dann wieder, wo ich wohne. Und so. Genau. Also kannst du auch da bleiben. So, jetzt haben wir Sommerferien, die haben als Familie auch noch Ferien gemacht. Was findest du besonders gut in der Sommerferien oder eben gar nicht? Also mega schön finde ich, zum Beispiel mit der Familie, aber auch sonst draußen zu sein, zu grillieren am Abend. Am schönsten natürlich irgendwie am Wald, am Feuer, aber auch sonst. Und nicht so schön oder herausfordernd finde ich eigentlich meistens, dass die Entscheidung, ob wir jetzt die Ferien sagen, ins Meer gehen oder in die Berge gehen, wandern. Weil wenn ich in den Bergen bin, vermisse ich das Meer. Und wenn ich am, genau, wenn ich, am Meer bin, vermisse ich ein bisschen die Berge. Hm. Wo sind wir jetzt einmal gewesen? Das war immer im Engadin. In den Bergen. Falls du es nicht kennst, nein. Boah, ich war auch da. Jetzt kenne ich es. Schöne Berge, Seele. Ja, mega. Dann würde mich noch wundern, also ein kürzliches Highlight von eurer Kirche. Eines der Highlights dieses Jahr war das Gemeindewochenende. Ich finde, das ist fast jedes Jahr eines der Highlights. Aber es war einfach so besonders, so viele Kinder, Familien, die zusammen waren, teilweise auch neu dabei. Und das tut immer so gut, um auch Leute, die vielleicht neu sind zum Glauben gekommen oder neu in die Gemeinde sind gekommen, dass sie dürfen so ein bisschen mehr Gemeinschaft erleben. Ich finde, das ist immer etwas vom Stärksten im ganzen Jahr. Genau. Danke vielmals. Wir sind gespannt auf deine Predigt. Ich würde gerne für dich, aber auch für uns beten. Jesus, danke vielmals für den Tom, der da ist. Danke. Dürfen wir ihn zu Gast haben. Danke. Hast du ihn begabt, um dein Wort zu verkünden. Danke, bist du mit ihm ja, den Vorbereitungen den Weg gegangen, den Predigtext, den er vorbereitet hat. Ich bitte dich, dass du ihn brauchst, dass es als dein Sprachrohr, ja, dass du ihn einfach ausrüstest mit dem, was er braucht. Danke, dass du uns einfach auch offene Ohren schenkst, ein weites Herz, Schuhe für die Bereitschaft. Ja, danke, dass du einfach auch uns bewirkst, dass wir nicht krampfen müssen. Danke, bist du ein Gott, der zu uns redet. Ja, jedem so, wie er es gerade braucht. Danke, dürfen wir das einfach von dir erwarten, auch hoffen. Ja, wir wollen hören und tun, was einfach dran ist bei dem Einzelnen. Dir ist Lob und Dank. Amen. Amen. Danke vielmals. Genau, ich habe gesagt, du bist schon einige Jahre nicht mehr da gewesen. Das war, glaube ich, so Ende Studium gewesen, oder Anfang vom Dienst noch zu Alten. Und jetzt, seit 13 Jahren, sind wir im schönen Kanton Uri. Aber dir als Gemeinde, obwohl das, ich bin nie mehr da war, sind gleich ein Segen für mich und für unsere Gemeinde. Und das wollte ich zuerst im Voraus, wieso vorausschicken. Also das eine ist einfach mal, dass die Gemeinde so existiert, dass da eine Gemeinde ist entstanden. Wir im Kanton Uri sind auch Gründungsgemeinde. Und es war für mich immer so ermutigend gewesen, zu wissen, hey, in der Zentralschweiz ist in den letzten Jahren auch mal eine Gemeinde hergewachsen, die auf einen gesunden, guten Weg gehen, mit An- und Aufs und Abs natürlich, aber Gott baut seine Gemeinde in der Zentralschweiz. Und das hat mich ermutigt, das ist das. Das Zweite war, wir haben in der Anfangszeit, wo wir die Gemeinde gegründet haben, eine Gebetsreise gemacht, organisiert. Und da sind Leute aus dieser Gemeinde da zu uns in Kanton Uri gekommen. Das ist gut 10 Jahre her. Und der eine oder andere hat immer wieder für uns gebetet, hat uns teilweise auch unterstützt, auch finanziell. Was für ein Segen. Und das Dritte ist natürlich, die Leute, die ich am besten kenne, die heute nicht da sind, das ist die Pastoren natürlich, der Remo und auch der Andreas, die für mich immer wieder ein Segen sind, in unseren gemeinsamen Treffen, aber für uns als Gemeinde auch ein Segen sind. Beide sind auch schon bei uns gewesen, zum Predigen. Der Remo kommt relativ regelmässig auch zu uns.
Genau, hey, ihr seid für uns als Gemeinde, auch wenn ihr außer der Bruno jetzt und mir vielleicht noch niemand gesehen habt aus der Gemeinde im Kanton Uri, ihr seid ein Segen für uns. Und das ist für mich einfach auch ein Dank. Und mega cool, dass ihr auch der Remo und Andreas freisetzen, dass sie in andere Gemeinden gehen dürfen. Und sind einfach auch, ich meine, ihr wisst, dass ich weiss, ich sehe euch an, dass ihr sie liebt, aber sie sind wirklich ein Segen. Ich meine, ich bin auch für eine Gemeinde, komme wieder raus und ich finde, es ist so, ihr seid mega gesegnet mit diesen beiden. Ja, uns heute Morgen für die Predigt, also vielleicht zuerst noch den Predigtext genannt, hast du schon eingeblendet, super, achte die kleinen Anfänge, also achte die kleinen Anfänge, bewahre sie. Ich habe uns ein Steckling mitgenommen. Ein Steckling, das ist ein kleines Ästchen von einem Weinstock. Sieht verdorrt aus. Aber vor einigen Jahren hat ein älterer Mann aus unserer Gemeinde mir so einen mitgegeben und gesagt, Tom, den pflanzen wir jetzt in deinen Garten. Und ich habe ihn so angeschaut und dachte, ja, also, ich meine, das ist ja tot, oder? Und dann haben wir den eingesteckt, der ist hergewachsen und ist ein grosser Weinstock daraus entstanden. Für mich, bei dem noch nicht so gartenaffin war, war das neu. Aber der hat sehr viele Blätter gebracht, der ist sehr gross geworden, aber er hat keine Frucht gebracht. Und nach 3 Jahren bin ich wieder zu ihm gegangen und gesagt, hey, der bringt keine Frucht. Er hat gesagt, wir geben noch 1 Jahr eine Chance. Und wenn er dann keine Frucht bringt, dann müssen wir ihn abtun und einen neuen Versuch starten. Und dann im nächsten Jahr hat es so ausgesehen. Ja, genau, ich muss wahrscheinlich da noch ein bisschen... Braucht die Bluthaut, steht drauf, für hat er noch nicht. Ah, jetzt, nein, noch eins weiter, genau. Und seitdem Jahr für Jahr bringt der Weinstock Frucht. Und ich finde, für mich ist das ein unglaubliches Bild von dieser Zeit, die das gebraucht hat. Und eben auch davon, dass ich das Kleine, das Unscheinbare, soll achten, dass in dem mein Leben stecken kann, dass etwas entstehen kann. Und wir wollen heute miteinander einen Text anschauen aus dem Sacharja, wo es genau um das geht. Sacharja 4, 6 bis 10. Und wir lesen den Text miteinander, ich habe ihn auch mitgenommen auf der Folie. Und es heißt da, und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubabel den Schlussstein einsetzen und das Volk wird jubeln. Er sei gesegnet, er sei gesegnet. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Und wir gehen miteinander durch den Text und kommen eigentlich chronologisch an diesen 3 Punkten vorbei. Zuerst beim Stillstand, dann zur Ermutigung und am Schluss zur Freude. Aber zuerst müssen wir noch ein paar Hintergrundinfos haben zu dem Text, dass wir das auch richtig verstehen, was da eigentlich gesagt wird. Vor allem, was der Text auch seine Kraft entfaltet. Und mir ist das gegangen. Mir ist das lange nämlich gar nicht so bewusst gewesen. Also ein paar Infos. Der Sacharja hat etwa im Jahr 520 vor Christus gelebt und das bedeutet, in der Zeit, wo der Tempel schon 70 Jahre zerstört ist. Also das Volk Israel ist ins Exil geführt worden, der Tempel ist zerstört worden und sie sind verschleppt gewesen. Aber dann hat Gott schon bei der Verschleppung versprochen, dass er dieser Not wieder ein Ende machen wird. Er hat versprochen, dass er sein Volk wieder zurückführen und hat versprochen, dass er den Tempel wieder herstellen wird. Und das Besondere ist, schon 20 Jahre bevor unser Predigtext geschrieben wurde, also Sacharja, bevor er gelebt und gewirkt hat, also bevor er gewirkt hat, so als Prophet, ist Folgendes passiert, Esra 1, 2, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Gott hat den König Kyros, den damaligen Weltherrscher, berufen, um sein Tempel wieder aufzubauen. Und für das hat er einen Menschen gebraucht und der Mensch hat Zerubabel geheißen. Zerubabel, das ist einfach der damalige Verantwortungsträger von Israel gewesen. Israel hat ja nicht mehr existiert, das Land ist ja zerstört worden, aber im Exil sind die gewesen, haben sich auch organisiert und der damalige Verantwortungsträger ist der Zerubabel gewesen. Und der Zerubabel beruft jetzt den Weltherrscher, den Kyros, und sagt ihm, du sollst dass der Tempel aufbaut. Das lesen wir nicht in dem Text, aber das lesen wir im Esra. Und dann sind sie gegangen.
Und im Esra 3,8 heißt es: Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, der Hammern, und Jeschua, das ist wieder der politische Verantwortungsträger gewesen, und Jeschua ist der geistliche Verantwortungsträger gewesen, der damalige. Also Nachfolge vom Hohepriester, der hat ja seinen Dienst auch nicht können tun, wo der Tempel zerstört ist. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, die Arbeit im Hause des Herrn. Also hat der geistliche Aufbruch gegeben, wo Gott initiiert hat. Aber das ist fast 20 Jahre her. Und zwar, nachdem als das so gut angefangen hat, hat es einen Stillstand gegeben. Und auch von diesem Stillstand werden wir noch ganz kurz lesen, Esra 4,4. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Es hat natürlich Widerstand gegeben, weil die Völker, die dann sind angesiedelt worden im damaligen Israel, die haben gecheckt, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, dann entfaltet das eine Kraft. Zum einen, weil das der lebendige Gott ist, aber weil sie auch gewusst haben, das vereint das Volk. Und darum haben sie alles daran gesetzt, um das zu verhindern. Und wir sehen die doppelte Strategie, die sie gewählt haben, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Sorge, müsste mir hinterher schauen. Ich habe noch gar nicht einblenden gehabt. Genau, wir sind jetzt beim Stillstand. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und wir schauen die Strategie an. Eine Strategie, die oft dann ist, wenn Gott etwas Geistliches schenkt, wenn ein Durchbruch passiert, wenn Gott etwas in Bewegung setzt, setzt der Durcheinanderbringer, setzt Satan, setzt der Zerstörer alles dran, um das aufzuhalten. Und oft ist es eine doppelte Strategie, wo ich glaube, die sehen wir gerade aus dem Vers heraus, von Entmutigung und Abschreckung. Zuerst Entmutigung. Ich glaube, jeder von uns kennt das sehr gut aus seinem eigenen Leben. Wir sind vor 13 Jahren in Kanton Uri gegangen, um eine Gemeinde aufzubauen. Es ist eine Tochtergemeinde aus der FEG Stanz heraus entstanden. Und Gott hat uns klar berufen. Ich bin aus der Region Alten, weil wir eben angehören, die du nicht urnere. Ja, sie ist auch grosser Respekt gehabt, sie ist auch abgesagt für die Aufgabe, wir sind angefragt worden. Dann hat Gott sehr klar zu uns geredet. Wir haben gesagt, wir gehen, haben unsere Gemeinde informiert. Und am Wochenende, nachdem was wir FEG Alten, wo wir damals als Jugendpastoren geschafft haben, informiert haben, ist meine Schwägerin, Magdalena, mit, glaube ich, 21 ist sie dann im Kanton Uri beim Klettern tödlich verunglückt. Das hat extrem viel ausgelöst, das könnt ihr euch vorstellen. Natürlich besonders bei meiner Frau. Aber das Wissen, du gehst jetzt dann an den Ort her, wo deine Schwägerin jetzt gerade tödlich verunglückt ist. Das war eine riesige Entmutigung, eine riesige Herausforderung, hat auch eine Glaubenskrise bei meiner Frau ausgelöst. Und wir sind gleich gegangen. Sie hat nie daran gewusst, wir müssen gehen. Es ist Gott. Das Reden war so klar gewesen. Aber es war sehr entmutigend gewesen. Und ich glaube, überall, wo wir vorwärts gehen mit Jesus, überall, wo du dich einsetzt, ist ins Team reich, wirst du Entmutigung erleben. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Realität. Und das passiert immer wieder. Das war jetzt ein altes Beispiel gewesen. Ein bisschen ein neues Beispiel für Entmutigung. Wo wir als Gemeinde erlebt haben, wir haben unter anderem eine ältere Frau gehabt, wirklich eine Beterin und Evangelistin, die so viel Gutes gesagt hat. Jetzt ist vor noch nicht allzu langer Zeit ihr Mann gestorben und sie ist in eine tiefe Depression hineingefallen. Und sie hat nicht mehr weiter gesehen und sie ist immer weiter runtergegangen und vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat sie sich das Leben genommen. Eine Frau, eine Säule von unserer Gemeinde, sie hat so viel Segen hinterlassen. Menschen, die sind zum Glauben gekommen, hat das extrem herausgefordert. Durch sie, also Menschen, die sie begleitet hat auf ihrem Glaubensweg. Junge Urnerinnen, auch ältere Urnerinnen, die in dieser Zeit, in den letzten Jahren, dürfen Jesus kennenlernen, Nachfolgerinnen sind worden, sind durch sie auch mitermutigt worden. Und jetzt ist sie einfach nicht mehr da und vor allem auch auf eine Art und Weise, die sie sehr herausgefordert hat. Auch das, also Entmutigung gehört manchmal dazu. Ich glaube, gerade die von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wissen das. Auch tiefe Entmutigungen gehören manchmal dazu. Aber neben der Entmutigung, das ist ja das Härte, wir sind erst bei der Entmutigung gewesen. Die Abschreckung kommt ja erst noch. Sie haben nicht nur entmutigt das Volk, sie haben sie auch abgeschreckt. Und auch die Abschreckung erleben wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Ich glaube, viele von uns werden das auch schon erlebt haben. Ganz direkt Menschen, die uns angreifen, wo unseren Glauben in Dreck ziehen, die uns vielleicht auch bedrohen sogar, das ist sicher eher selten, aber ich habe das auch schon erlebt. Aber vor allem die grösste Abschreckung, die ich immer wieder erlebt habe, ist auch dämonische Abschreckung. Klar, nicht jeder spürt das Gleiche, da hat dein Gott
Gott sei Dank verschieden gemacht. Die einen von uns sind sensibler. Das hat nichts damit zu tun, wenn du das nicht erlebst, dass du vielleicht nicht den Heiligen Geist hast, sondern wir sind verschieden gemacht. Ich finde das immer auch wichtig zu wissen. Ich bin jetzt eher einer, der das stärker geworden ist als andere. Und ich habe das viel erlebt, auch von dämonischen Angriffen, auch über unsere Kinder. Aber gleichzeitig ist es ein Glaubensstärken, wenn du den Namen von Jesus aussprichst, in so einem Moment, also Beispiel, eins in der Nacht vor dem Evangelistischen, vor der Nacht, kommen wir gerade in Bruno, vor der Nacht, wo der Bruno ist zum Glauben an Jesus gekommen, vor dem Gottesdienst, hat unser Jüngst, der war dann noch ganz klein, extrem geschrien. Und wir haben gemerkt, das ist nicht, weil er einfach irgendetwas braucht, sondern wir haben ihn nicht ruhig gebracht. Und dann haben wir zusammen, meine Frau und ich, im Namen von Jesus über ihn gebetet und er hat wieder geschlafen. Und in dem Moment war mir klar, das war wirklich ein dämonischer Angriff. Das gibt es manchmal. Manchmal schreien Kinder, weil sie Hunger haben oder weil es einen anderen Grund gibt. Aber es gibt auch die dämonischen Angriffe. Wir müssen nicht hinter jedem Busch ein Dämon sehen, aber wir müssen die Realität einfach wissen. Das sind geistliche Realitäten. Und da dürfen wir auch geistlich kämpfen. Und genau diese Angriffe gibt es auch. Die wollen auch abschrecken. Oder auch Abschreckung haben wir jetzt auch erlebt durch gesundheitliche Angriffe. Meine Frau hat einen Milzinfarkt gehabt, medizinisch gesehen gibt es das eigentlich nicht aus dem Nichts. Ich glaube, 3 Fälle weltweit dokumentiert. Sie ist an der Folge von dem zweimal nicht gerade, es ist nie extrem lebensbedrohlich gewesen, aber es ist gleich, man kann sagen, es ist nie am Tod vorbeigegangen. Sie hat nachher noch eine doppelte Lungenembolie gemacht wegen dem. Gesundheitliche Angriff, auch das, klar, wir wissen nicht, vielleicht hat sie das auch gehabt, wenn wir nicht in Kanton Uri würde Gemeinde aufbauen. Keine Ahnung, ist ja auch gleich. Aber manchmal erleben wir auch Abschreckung. Und das haben eben auch die Juden erlebt. Das haben auch die Juden hier erlebt. Und die Folge war von dieser Abschreckung. Und das ist das Tragische hier, es hat Stillstand gegeben. Und der Stillstand hat nicht nur 1 Jahr oder 2 Jahre gedauert, sondern der Stillstand hat 16 Jahre gedauert. 16 Jahre. Und die ersten Mal, als ich den Text zum Sacharja, den wir jetzt gerade noch einmal anschauen, gelesen habe, war mir das nie so bewusst gewesen. Aber die Realität war die. Die haben angefangen, den Tempel bauen, wieder aufbauen. Und dann hat es Stillstand gegeben. Und, also, ich weiss nicht, wie es im Serubabel ist gegangen, aber ich nehme jetzt mal an, also ich wollte nicht der Serubabel sein in diesen 16 Jahren, kurz zusammengefasst. Weil der wird viel gehört, Gott hat ihn so klar berufen. Und dann ist er dort. Und ich bin sicher, viele haben mir gesagt, wenn sie ihn gesehen haben, das ist doch der hat doch mal angefangen. Und dann war Stillstand gewesen. Vielleicht hat er über sich gehört, dass er ein schlechter Leiter ist oder ein Träumer. Und er hat sich er hat sich wahrscheinlich auch selber Vorwürfe gemacht. Gott hat ihn so klar berufen. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es manchmal auch so Stillstandszeiten. Also bei mir ist es jedenfalls so. Gott sei Dank noch nie 16 Jahre. Aber es gibt, ich kenne in meinem Leben, je älter sie werden, können die manchmal auch ein bisschen länger gehen, Zeiten, wo es herausgefordert ist. Wo ich den Eindruck habe, es geht nicht weiter. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hat dir Gott mal in eine bestimmte Situation, vielleicht eine Arbeitsstelle hergerufen, ganz klar. Und du hast gewusst, oder du weißt, es ist deine Aufgabe, da zu sein. Aber im Moment erlebst du wenig von dem, was du dir eigentlich wünschst. Und du weißt einfach, okay, vielleicht muss ich durchhalten. Aber es fühlt sich wie ein Stillstand an. Oder vielleicht auch in der Ehe, dass es einfach herausfordernd ist und du hast das Gefühl, es ist ein Stillstand. Oder vielleicht auch hier in der Gemeinde. Du hast einen Dienst übernommen, voll Hoffnung, ganz viel investiert. Aber der Eindruck davon ist, es geht nicht wirklich vorwärts. Stillstand gehört nicht mehr durch einfach auch oder Wüstenzeit zu unserem Leben. Aber manchmal gibt es Stillstand, wo Jesus auch wieder will, in Bewegung setzen, wo Gott wieder will, in Bewegung setzen. Und genau das war beim Serubabel gewesen. Und mit dem kommen wir zum Zweiten, zu der Ermutigung. Und eben nochmal zu dem Wort vom Sacharja an Serubabel. Da heisst es, und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg vor Serubabel? Du wirst zur Ebene werden. Also ich kann mir nur vorstellen, wie es im Serubabel gegangen ist, wo da der Prophet Sacharja kam und ihm das zugesprochen hat und gewusst hat, hey, das ist jetzt Gottes Wort, und er ganz direkt von mir persönlich empfangen hat und mir zuspricht. Der Berg, der da ist, wird weg sein. Er wird zur Ebene werden. Und was ist der Berg gewesen? Der Berg ist die Hoffnungslosigkeit, der Stillstand. Sicher auch für inneren Berg. An Stimmen, die gesagt haben, nein, das geht nicht weiter.
aber natürlich eben auch die äußeren Widerstände, der Berg von den äußeren Widerständen, dass Gott zusagt, und das wird aufhören. Die Abschreckung, die Entmutigung wird ein Ende haben, ihr werdet weiterbauen. Und dann die wunderschöne Zusage im Vers 6, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und Gott hat die Situation verändert, wir hören es nachher gerade. Aber das Wunderschöne daran ist, dass das Wort aus dem Sacharja auch für uns gilt, auch für dich gilt. Zuerst gilt es einfach darum, auch für uns. Natürlich war das speziell, ein spezielles Wort, prophetisch eine spezielle Situation. Aber warum dürfen wir das für uns auch annehmen? Ganz besonders darum, weil 500 Jahre nach dem Sacharja einer ist gekommen, Jesus Christus in die Welt, der einen neuen Tempel gebaut hat. Und auch Jesus hat Widerstand erlebt und auch Jesus hat Entmutigung erlebt. Und er hat übrigens auch Stillstand erlebt. Er ist gross angekündigt worden. Und dann war es bei ihm nicht nur 16 Jahre ruhig, sondern 30 Jahre. Ich nehme an, in dieser Stillstandszeit, das wird manchmal wahrscheinlich für Jesus auch eine Herausforderung sein, aber er ist den Weg gegangen. Und dann hat es den Moment gegeben, wo Jesus sogar das Wort gesagt hat, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten, Johannes 2,19. Und Johannes erklärt dann, wenn ihr da würdet nachlesen, Johannes 2, was Jesus damit gemeint hat, weil unterdessen hat es Johannes verstanden, er hat nicht der sichtbare Tempel gemeint, sondern Jesus hat sie lieb gemeint. Er hat damit gemeint, dass er sein Leben wird hergeben und nach 3 Tagen wird auferstehen. Und das Bild vom Tempel ist aber für uns eben auch ein Geschenk, weil das Bild vom Tempel bedeutet für uns heute, dass wir auch der Heilige Geist in uns sind, der leben will. Wir werden, 1. Korinther 6 heisst, dass wir ein Tempel vom Heiligen Geist werden. Aber noch grösser natürlich, wir sind Teil von einem grösseren Tempel, wo Gott weltweit baut, das ist seine Gemeinde. Jeder und jede von uns, die Jesus nachfolgt, gehört zu dieser Gemeinde. Dank dem, dass Jesus ist gekommen, 500 Jahre später, das beim Sacharja passiert ist, war eine Vorbereitung auf das. Und jeder von uns, der sich in diesem Reich, der sich in diesem Tempo einsetzt, wird das erleben, was der Sacharja erlebt, was der Zerubabel erlebt hat. Er wird erleben, dass es Widerstand gibt, aber er wird auch erleben, dass Gott ihn ermutigt. Und so wie Gott das prophetische Wort, das Sacharja, durch den Sacharja, das Zerubabel ermutigt hat, so wird er auch dich heute Morgen durch sein Wort ermutigen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und Gott will uns heute mit dieser Geschichte von dem Stillstand und dann auch vom Weiterbau, will er uns ermutigen. Und er will uns daran erinnern, zuerst will er uns daran erinnern, hey, es hängt weniger an deiner Kraft, als dass das du manchmal denkst. Nicht durch Heer oder Kraft, heisst es da. Und ich finde, das ist ein Wort, das wir immer wieder brauchen. Das gilt zuerst ganz grundsätzlich dafür, dass wir Gottes Kind sind. Dass du Gottes Kind bist, hängt weniger von dem ab, was du für ihn tust, als so viel mehr. Und zuerst nur an dem, was er für dich da hat, was Jesus für dich da hat, was seine Kraft für dich tut. Und vielleicht gibt es in deinem Leben gerade einen längeren Stillstand, wo du auch selber mitverantwortlich bist. Manchmal sind wir ja für Stillstand auch selber mitverantwortlich, weil wir falsch abbiegen, weil wir Sachen machen, wir eigentlich genau wissen, das ist nicht gut. Und gleich gehen wir es. Die gute Nachricht ist, dass Gott wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dich weiterrufen. Und natürlich wird es einen Moment geben, wo du wieder musst dich entscheiden, dass die Worte auch anzunehmen und umzukehren. Aber die gute Nachricht ist, es liegt viel mehr an dem, was er für dich tut. Und dann erinnert uns aber auch immer wieder, was unsere Arbeit in Gottes Reich angeht. Dass sein Geist das Entscheidende tut. Wir dürfen uns brauchen und wir sollen uns brauchen. Und Jesus will, dass sein Evangelium verbreitet wird, dass wir Menschen ihn kennenlernen. Er will, dass wir so Glaubenskurs anbieten, bei dir es auch jetzt bald wieder machen. Gott will das, er liebt das. Aber gleichzeitig dürfen wir auch wissen, dass es im letzten Erde ist, wo man rufen muss, Erde ist, wo Menschen zu sich zieht. Sein Geist ist da, der wirkt. Und ich wollte eine Geschichte erzählen, wo wir das vor noch nicht so langer Zeit auch wieder so eindrücklich erlebt haben. Es ist die Geschichte von einer jungen Frau, etwa 35, sie hat 3 Kinder. Und die hat irgendwann angefangen, Gott hat wieder ihr Herz in eine neue Sehnsucht gelegt. Sie ist katholisch aufgewachsen, Gott hat dann keine Rolle mehr gespielt in ihrem Leben. Und dann irgendwann
hat Gott eine Sehnsucht in sie hineingelegt. Und sie hat auch von Videos schauen, Mensch Gott oder Fenster zum Sonntag. Und hat so Geschichten gesehen, Geschichten von Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Und das hat eine Sehnsucht in ihr ausgelöst. Sie hat irgendwie gefunden, eigentlich hätte ich das auch. Und dann sieht sie in der gleichen Zeit im Status, apropos Status, gell, im Status von jemand anderem, von unserer Kirche, wo auch, er ist noch nicht lange zum Glauben gekommen, ehemaliger Schulkollege von ihr, sieht ihr das Bild von Anlass von unserer Gemeinde, fragt nachher, du, was ist das? Und er sagt ihr, hey, ja, das ist im grünen Haus, das und das. Und sie sagt, ja, was ist das grüne Haus? Sie hat auch schon von dem gehört. Und nein, sie hat gar nicht gefragt, sondern sie ist natürlich, so wie man es macht, auf die Webseite gegangen. Und dann liest sie die Sachen dort und hat für sich so den Schluss gezogen, das, was ich sehe in diesen Videos und das, was die da machen in dieser Kirche, das muss ihr nicht sehr ähnlich sein. Und dann ist sie in den Alpha-Kurs gekommen, Gott hat sie vorbereitet, sein Geist hat sie gezogen und hat Jesus kennengelernt. Also sie hat Jesus schon vorher, Jesus hat sie schon vorher gezogen. Aber sie hat sich, ich weiß nicht, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr getauft, ist eine Nachfolgerin von Jesus. Und das ist so ermutigend und wir brauchen so Geschichten, wo wir wieder sehen, wie Gott ruft, wenn er Menschen verändert. Er tut es. Und gleich braucht er uns dazu. Wenn dort der andere Mann nicht parat war, sie zu ermutigen, sie einzuladen, zu seinem Glauben zu stehen, keine Ahnung, wo sie heute wäre. Und auch so braucht er, will er auch die und mehr heute brauchen. Der Paulus sagt im 1. Korinther 14, 3, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und Gott will auch so, wie er damals den Serubabel durch das prophetische Wort ermutigt hat, so will er auch heute uns aus dem Stillstand heraus immer wieder ermutigen. Und für das braucht jeder von uns. Für das braucht schon nicht mal extrem starke prophetische Gabe. Nicht jeder von uns hat die stark. Die einen haben die stärker, aber zu jedem von uns redet Gott. Das sagt Jesus im Johannes 10. Jeder von seinen Schafen gehört seine Stimme. Und ich will dich ermutigen, dass du das ernst nimmst. Und dass du in deinem Umfeld auch die Menschen, deine Geschwister, aber auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass wenn Jesus dir den Eindruck gibt oder dir das aufs Herz gelegt, aber zu ermutigen, dass du nicht zweimal überlegst. Ermutigen können wir noch nicht zu wenig. Mal. Aber wir können uns nicht zu viel ermutigen. Ich glaube, niemand von uns ist zu viel ermutigt worden. Bei den Amis gibt es das vielleicht mal, oder? Aber bei uns Schweizer gibt es das nicht. Also, ich kenne euch nicht, oder ich nicht zu nüchtern trete, aber bei uns Urner gibt es das, glaube ich, nicht. Gell, Bruno, oder? Gott will es brauchen. Und vielleicht will er dich gerade heute brauchen, dass du jemandem, der gerade eher in einer Stillstandssituation bist, ist, ein ermutigendes Wort weitergibst. Und wir kommen dann kurz zum dritten und letzten zu der Freude. Weil nach dem Stillstand und dann nach der Ermutigung gibt es die Zusage von der Freude. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Serubabels Hand ziehen. Was für eine wunderbare Zusage. Er sagt, am Ende werden sich alle zusammen freuen. Und das Coole an dieser Zusage finde ich das. Die Zusage ist auch an die gerichtet, die vorher zweifelt haben. Auch die vorher verachtet haben. Er sagt, alle werden sich zusammen freuen. Es ist ja eigentlich eine hypothetische Frage. Wer hat verachtet? Und ich glaube, es ist noch schnell so, dass wir, also mir geht es so, wir wünschen es ja oft, dass es schneller geht, in Gottes Reich, vorwärts geht, als wir es dann erleben. Und gerade, wenn ich die Schweiz anschaue, geistlich die Schweiz anschaue, bin ich enttäuscht darüber, was gerade abgeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie wenig grosse Aufbrüche das gibt. Und in schnellster Versuchung einfach zu schauen, wo sind die grossen Aufbrüche, und dann enttäuscht sein, weil man vielleicht selber im Moment wenig erlebt. Aber das Wort erinnert uns daran, dass Gott sagt, veracht nicht das Kleine. Veracht nicht das Kleine, was Gott in deinem Umfeld, in deinem eigenen Leben tut. Veracht es nicht. Vielleicht hast du schon länger keine Frucht mehr gesehen. Dann gang zurück dorthin, wo du das letzte Mal Frucht gesehen hast und freue dich daran. Gott liebt seine Gemeinde, er liebt sein Tempo. Aber es ist seine Sache, weil im Tempo dass er vorwärts geht. Es ist nicht unsere Sache. Und er freut sich daran, wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht in Stillstand hineinkommen. Aber wir dürfen uns über das freuen und das achten, was er tut. Wir sollen uns auch daran achten. Und vielleicht auch noch nebenbei, wir dürfen uns auch über das freuen, was vielleicht anders aussieht als das, wie wir es gerade machen oder wie wir es gerade sehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, etwas zu beschleunigen. Das können wir auch nicht.
Also wir können es schon, aber es gibt nicht wirklich Frucht. Ich glaube, das haben wir auch schon erlebt. Aber das Coole daran, der Zusage mit dem Freuen, ist, dass Gott sagt, es wird der Moment kommen. Das ist ein prophetischer Moment. Und zuerst schauen wir schnell den Moment an, wie es denn in Israel passiert ist. Da heisst es nämlich, so konnten die Juden, jetzt habe ich wieder eins zu weit, genau, oder noch eins, wo ich auslasse, Esra, aufgrund von der Zeit, Esra 6, 14, so konnten die Juden ungehindert weiterbauen, sie kamen schnell voran und die Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel von Ido, ermutigten sie dabei, sie vollendeten den Tempel, wie es der Gott Israels befohlen hatte. Die Priester, die Leviten und alle übrigen Israeliten, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, feierten voller Freude das Fest der Einweihung. Es ist weitergegangen. Das prophetische Wort, das Zacharia über dem Zerubabel ausgesprochen hat, ist zur Wahrheit gekommen und der Tempel ist fertig gebaut worden. Die Zusage von Gott hat sich erfüllt, so wie das immer ist. Gottes Zusagen erfüllen sich immer. Und genauso gilt, dass die Zusage von Gott sich wird erfüllen, dass Jesus wird wiederkommen. Und dass es das grösste Fest wird geben, das wir uns überhaupt vorstellen können, wenn er wiederkommt. Dass er die ganze Brut, die ganze Gemeinde wird vereinigen. Und in dem Moment, und vielleicht das noch so ein bisschen hoffnungsvolles Bild, in dem Moment werden wir uns mit allen zusammen freuen. Wir werden uns auch mit denen freuen, wo wir im Moment uns mit ihnen vielleicht ein bisschen verstritten haben, auch in Gottes Reich. Das gibt es ja manchmal auch. Wenn du in Nachfolge von Jesus unterwegs bist, gibt es manchmal auch Verletzungen. Und Jesus will das Verletzungen heilen, aber manchmal bleibt gleich noch etwas hängen. Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Vielleicht gibt es auch Leute, die gegangen sind aus dieser Gemeinde, die euch verletzt haben, die aber immer noch Jesus nachfolgen. Hey, es wird der Moment kommen, wo du dich mit denen von ganzem Herzen wirst freuen, auch wenn du dir das jetzt gar nicht vorstellen kannst. Ich finde das mega hoffnungsvoll. Weil ich habe das auch schon erlebt. Ich glaube, jeder von uns, der klare Nachfolge von Jesus lebt, das passiert. Das ist auch in Paulus auch passiert. Es gehört nebenbei auch das Menschliche dazu in der Nachfolge. Aber ich finde das so eine schöne Zusage, dass wir uns werden freuen, dass der Moment wird kommen. Und Jesus fordert uns heute Morgen aus, dass wir neu uns an dem freuen, am Kleinen freuen, an dem, was er tut. Aber fordert dich auch aus, dass du die Menschen ermutigst, die du gerade siehst, dass es bei einem Stillstand ist, dass es vielleicht gerade eine schwierige Zeit ist. Das heisst nicht, es muss nicht heissen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber Gott will uns brauchen, gerade auch für Ermutigung. Er ist ein Gott, der ermutigend wirkt. Und vielleicht, ja, vielleicht gibt er auch dir heute ein Wort, wo du jemandem weitergeben willst. Und wir haben ja nachher noch die Zeit der Anbetung, die Zeit, wo wir Gott Lieder singen zu seiner Ehre. Und vielleicht ist die Zeit auch gerade eine Zeit, wo du hören willst, wer Gott willst du mir heute aufs Herz geben, zum Ermutigen. Und dann wollte ich dir sagen, mach's. Ich weiss, es ist manchmal dann so, und dann überlegen wir, ja, ist das wirklich von Gott? Ist doch gleich. Was willst du denn verlieren? Das Beste, was kann sein, ist, dass jemand wieder neu aus dem Stillstand rauskommt, aufblüht. Und das darf erleben, wo der Zacharia und der Zerubabel erleben, dass ein Tempel von Gott gebaut wird. Amen. Ich bete mit uns und dann gehen wir über in eine weitere Anbetungszeit. Jesus, danke vielmals für dein wunderbare Wort. Danke, dass dein Wort auch immer wieder lebendig in unser Leben hineinreden kann. Und danke, dass du ein Gott bist, der uns aus dem Stillstand rausholt. Danke, dass du es manchmal zulässt. Manchmal verstehen wir es nicht. Aber danke, dass wir dürfen wissen, dass du dein Reich baust. Es passiert nicht durch unsere Kraft, es passiert natürlich auch durch unsere Anstrengung, aber im Letzten bist du rausgewirkt. Danke vielmals für die Zusage. Danke, dass du uns auch entlasten darfst, dass wir wissen, es ist in deiner Hand. Du bist der beste Gemeindebauer. Wir wollen dich ehren und dich anbeten, Jesus. Amen.